ist eigentlich eine lustige Geschichte über ein ernstes Thema. Und zwar, jemand findet seinen eigenen Weg im Leben nicht und das nutzen die einen, um ihn als das leuchtende Beispiel von Tugend und Moral auf einen Sockel zu stellen. Und die anderen, die sehen in ihm eher jemanden, der es nicht schafft, unter dem Pantoffel seiner Mutter rauszukommen. Dieses Ortes, die küren ihn zum Maikönig, den Albert Herring. Und das ist sozusagen der letzte Schritt auf den Sockel, wo er merkt, wo er gar nicht stehen möchte. Und dann am Ende helfen seine beiden Freunde mit ein bisschen Rum in seiner Limonade nach, um ihn ein bisschen locker zu machen. Britten hat sich mit der Rolle von Albert Herring sehr identifiziert. Er war gerade als Kriegsdienstverweigerer anerkannt worden, kam zurück aus dem Asyl oder aus dem Exil in den USA und schreibt dann ein Stück über das friedliche Zusammenleben von Menschen, das zwar nicht ohne Kämpfe ausbleibt, aber das die Menschen zusammenführt. Und es ist genau das, was er in seinem Leben gewollt hat. Einfach ein ganz normales Leben inmitten der englischen Gesellschaft zu führen. Mich hat am meisten fasziniert festzustellen, dass es so viele ernste und wichtige Konflikte und Kämpfe in einem Leben gibt, die man austragen muss und führen muss, die aber die Welt eigentlich nicht wirklich verändern.